Wir schreiben heute den 22.06.2021, 80 Jahre. 80 Jahre ist es her. Und es kommt zur Erinnerung, weil der Lokalkompass Dortmund dieses aufgegriffen. Warum Dortmund, WDR und so weiter mit Lokalkompass immer das aufwirft, weiß ich nicht. Ich habe aber auch schon mal, wie ich 60 Jahre war, jetzt sind es halt 80 Jahre, das aufgegriffen, habe die Figuren besorgt. Worum es geht, sage ich jetzt. Es ist der 22.06.1941. 1941 rückten 3 Millionen deutsche Soldaten mit 3.600 Panzern, mit über 600.000 Motorfahrzeuge und 100.000 Fahrräder. So, die Fahrräder hatte ich euch, glaube ich, in einem Kurzvideo mal gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon bearbeitet habe. Ich habe das Thema aufgegriffen mit dem WDR und hatte dann mit dem WDR Figuren, Zeitgeschichte. Da war das 60 Jahre her. Jetzt 80 Jahre. Der Lokalkompass vom WDR Dortmund hat das mal wieder aufgegriffen. So, am 22.06.1941 hat ein gewisser Österreicher, ihr kennt den Namen, die Sowjetunion angegriffen, wie genannt, mit fast 4.000 Panzern, mit 600.000 Motorfahrzeugen und mit 100.000 Fahrrädern, also Fahrradsoldaten. Und darauf wollte ich zielen, Fahrradsoldaten, Menschen, die mit dem Fahrrad voll munitioniert, auch ein Gepäckträger, die Waffe vorne eingearbeitet, in den Krieg fahren mit Fahrrädern. Einfache Fahrräder, keine Mountainbikes. Die hatten also auch keine Gänge, das waren ganz einfache. Worum geht es mir? 3 Millionen Menschen, 3 Millionen Männer, ab 18 aufwärts, sind in den Krieg gezogen, an dem Tag, am 22. Juni 1941. Was dabei rausgekommen, wissen wir alle. Und die Frage muss schon lauten, deswegen mache ich es heute, 80 Jahre. So, mir ist ja aufgefallen, dass zwischen 10 Jahre alt und 30 Jahre alt uns viele Leute, also junge Menschen, uns ein erzählen. Eine Person 10 Jahre alt erklärt mir, was vor 80 Jahren mit diesem Herrn aus Österreich war. Meiner einer ist 18 Jahre jünger. Ich bin 18 Jahre jünger, wie ist halt so. Und in diesen 18 Jahren jünger habe ich also 18 Mal mehr Erinnerung an diesen Tag. Ich habe auch den D-Day, den 6. Juni 1944. Ja. So. Am 22.06.1943 war ein Verbrecher an der Macht. Es war ein Verbrecher an der Macht, so sagt man. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich kenne mich da nicht aus. Ich verweile jetzt in dieser Geschichte und denke darüber nach, dessen, was ich ja jetzt über 62 Jahre meines Lebens gelernt habe, über diesen Tag. Auch den Tag 6. Juni vergesse ich nicht. Der 17.05. vergesse ich auch nicht. Ich vergesse gar kein Datum, weil jeder Tag hat eine Geschichte. Jeder Tag hat eine Geschichte, genauso wie die Geschichte der Münze, wo ein Cäsar, ein sogenannter Kaiser, seiner Gnaden, sich auf einen Konterfei hat prägen lassen. Und diese Münze hatte dann seinen Wert. Und diese Münze wurde dann auch beigetrieben. Sie wurde umgesetzt und dann auch beigetrieben. Ganz raffiniert. Worauf will ich hinaus? Am 22.06.1941 wurden 3 Millionen Menschen in den Krieg gejagt. 3 Millionen mussten marschieren, sie taten es.
Wir wissen alle, was geschehen ist. Es waren alles 0815, ja, bis dann die Retourkutsche kam, durch den 6. Juni, ja, 3 Jahre später. Denn 5 Jahre war das Ganze am Gären. Und 45, der 2. Mai 45, war das ja hier schon mal zu Ende. Man hat auf Stillstand, wir lassen die Waffen schweigen, es ist Stillstand, wir machen nichts, alles in Ordnung. Und seitdem ist das so. So, es sind jetzt 80 Jahre her und 80 Jahre Frieden. 80 Jahre Frieden, so. Wir haben jetzt 2021, Pandemie. Ständig wird uns was vorgegaukelt, wie 1941 wurde uns auch etwas vorgegaukelt. Nur hier geht ja auch die ganze Welt wieder irgendwo rein und bleibt auch verworben da drin. Es war kein richtiger Krieg, Gott sei Dank. Wie komme ich denn jetzt überhaupt da drauf? So, ich habe mir Zeit genommen, was 10-Jährige bis 30-Jährige mir tagtäglich erzählen. So, und da wir jetzt den 22.06.1941 in Gedenken am 22.06.2021 haben, verdammt heißes Wetter, ich weiß gar nicht, wie das Wetter 1941 war. Man zeigt uns Bilder von Zwangsarbeitern in Duisburg. Zwangsarbeiter in Duisburg. So, Deutschland, dieses Deutschland 1941 war in Duisburg die größte Industrieanlage für Waffen und so weiter und so fort. So, wusstet ihr überhaupt, dass Steve McQueen, der Hollywood-Darsteller, Steve McQueen, der also auch Gesprengte Ketten gedreht hat und diverse andere, dass der sogar in der DDR Motorradrennen gefahren ist? Seht ihr, das wusste der sicherlich auch nicht. So. Das Lustige an der Geschichte ist, warum ich das heute mache, nicht nur ich gedenke 80 Jahre der Niedertracht, sondern das ist auch Niedertracht. Du sollst dir eine App runterladen und du sollst dann Falschparker denunzieren. Es ist fast dasselbe. Du denunzierst Menschen, sie parken falsch, ob es stimmt oder nicht. Und die kriegen dann ihre Abmahnung und so weiter. Genauso wie Herr Trump, der sich jetzt rächt. Er rächt sich wegen der Sache, die da geschehen ist. Er hat ja nun mal nicht gewonnen und jetzt stellt sich heraus, es könnte sein, dass er wieder zurückkommt, weil er doch gewonnen hat. Also, worum geht es? Der 22.06. vor 80 Jahren, ja. Und vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, die spanische Grippe. Die spanische Grippe, warum die so gefährlich war. Die spanische Grippe und nicht diese hier. So. 50 Museen und Sammlungen zeigen, was diese Grippe wirklich tatsächlich verursacht, die sogenannte spanische Grippe. Die 50 Millionen Menschen, ja, sie war so gradig ansteckend, sie war so gefährlich, sagt man uns heute, sagt man uns heute. Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich schaue mir das an, was man uns heute sagt, am 22.06.2021. So, 1918 und 1919, ja, wütete die spanische Grippe. So, und die Leute waren alle so zusammengefercht, so war das ja früher. Ja, sie lagen da auf Feldbetten. So, die spanische Grippe ist seitdem ein Forschungsobjekt. Es wird geforscht. So, die neuen Probleme aus Berlin deuten darauf hin, dass hier was nicht stimmt mit dieser hier. Ja, Covid-19 könnt ihr euch klemmen. Das ist halt so, mittlerweile zeigen die das. Mittlerweile spricht man auch darüber. Ja? Die ganzen Archivbilder, die verheerenden, ne, die Aufzeichnung im Archiv, kann man ja nachlesen. Ne? Aktuell bedroht das Coronavirus die Welt.
Die Zahl der Infektionen steigt, noch kennt die Medizin kein Gegenmittel. Das erinnert stark an die tödliche Grippewelle von 1918 bis 1920, bekannt unter dem Namen Spanische Grippe. Diese forderte vor 100 Jahren rund 50 Millionen Tote, mehr als der Erste Weltkrieg. Auch in der Schweiz fielen 25.000 Menschen dem Virus zum Opfer. Hier ein Ausschnitt aus einem Tagebuch eines Arztes von 1918. Vorgestern sind mir nacheinander zwei nette junge Leute unter den Händen gestorben. Gestern Morgen empfängt mich mein intelligentester Patient wie ein Verblödeter. Nachmittags half ich in der Frauenabteilung aus und sah eine Schwangere sterben, eine hübsche junge Frau. Lungen- und Brustfellentzündungen haben wir so viel du willst und dabei 30-40% Todesfälle. Du stehst da, sollst helfen und weißt nicht wie. Und so, könnt ihr euch selber anhören? So, natürlich haben die damals ich meine, es ist auch schön und gut, dass man darauf betont, wie nett die waren, wie süß die waren. Und wie gesagt, auch die schwangere Frau, die hübsch war. Ich meine, das ist mir alles egal. Wichtig ist, dass da was nicht stimmt. Punkt. So, wir haben Covid-19 und wir haben zum ersten Mal eine Lüge. Eine Lüge, vorgetragen von Menschen, die uns nicht belügen sollten, es aber tun. Die Tatsachen könnt ihr abrufen, das sind Tatsachen. Zwei lange Jahre, 18 bis, 20. 1918 bis 1920. So. Und Menschen, die damals das dokumentiert haben, so wie der Arzt, gut, er hatte halt auf Oberflächlichkeiten, nette junge Leute, eine wunderschöne Frau. Das muss alles nicht sein. Eine Krankheit ist eine Krankheit, Punkt, befällt jeden, jeden. Und es ist egal, wie hübsch oder nicht hübsch derjenige ist. Wichtig ist, es ist ein Mensch. Und dieser Mensch hat das Recht zu leben. Dieser Mensch hat das Recht, das zu tun, was er gerne macht, so wie ich jetzt das Recht habe, in die Kamera zu sprechen und darüber zu berichten. Ist nun mal mein Job, den ich nachgehe. Ich habe jetzt mein Alter, ich brauche das nicht mehr, aber ich habe es lang genug gemacht und ich mache es jetzt wieder, weil ich diese Technik damals, 1989, wie Sir Berners-Lee, also Herr Lee damals in der Schweiz, das hat programmiert unter HTLM. Wie komme ich jetzt überhaupt über diese Sache? Also die Sache kommt, weil wir ja jetzt Windows 11 bekommen, dass wir den 22.06. haben, 80 Jahre. 80 Jahre Krieg, Erinnerung, Gott sei Dank Erinnerung. Und dann natürlich nochmal die schwerwiegenden Sachen, die nachfolgend oder davor schon waren, wie 18, 20 und wie dann 69, 70. 1969, 70 hatten wir auch eine echte Grippe, die uns wirklich viele Menschen gekostet hat. So, jetzt zum ersten Mal, im März 2020 haben sich Menschen dahingesetzt und haben ein Spiel gespielt. Ein Cyberspiel, das spielen sie immer noch, und gehen mit uns um wie unmündig. Wir sind unmündig, weil wir ja digital. Denn nur das hier, den digitalen Ausweis, den digitalen Nachweis, den digitalen Nachweis, dass du falsch geparkt hast. Digital, digital, digital. Ihr wisst ja, wenn er das umschreibt in das Wort Digitales. Digitales ist eine Droge. So, wenn das hier auch eine Droge wird, eine Digitaldroge, die dein Gehirn infiziert, was macht es denn dann? So, ein junger Mensch erzählt mir von Untergang der Titanic. Ja? Ein junger Mensch erzählt mir irgendwas von der Pandemie vor 100 Jahren. Dann erzählt mir einer was von 200 Soldaten, die in einem Tunnel begraben. Und das liegt alles fast 100 bis 200 Jahre zurück. Ich meine, ich finde das hochgradig interessant. Ne? Gut, ein 15-Jähriger erklärt mir die Welt. Ein 15-Jähriger erklärt mir die Welt. Da frage ich mich gerade, warum bin ich dann 50 Jahre älter wie der? So. Mit 65 sagt mir ein 15-Jähriger, wie die Welt funktioniert. Ich finde das hochgradig interessant. Ja? So. 200
200 tote Soldaten in einem Tunnel, ja. Und zwar im Winterberg-Tunnel, sind bis heute nicht einmal geborgen worden. In Winterberg gibt es einen Tunnel, wo 200 tote Soldaten liegen. Die sind bis heute nicht da rausgeholt worden. So, das ist das das ist ein Regiment 111, Infanterie, ja, Fußvolk, warum die im Tunnel eingegraben, vergraben, nicht rausgeholt. So, es sind badische Soldaten, also im Jahr 1917, im Winterberg-Tunnel wurden die verschüttet, nach einem Angriff. Ja, die hat man also auch nicht rausgeholt. Ne? In Winterberg, ein schöner Skiort, wo 200 Menschen in einem Tunnel liegen. Yep. So, der Erste Weltkrieg, der war nicht gut, überhaupt nicht gut. Der Zweite Weltkrieg war schon mal gar nicht gut. Man hätte aus dem Ersten, hätte man. Aber worum ging es? Worum ging es? Oder worum geht es immer noch? Worum geht es um der Pandemie? Es geht um Wirtschaft, es geht um Geld, Punkt, fertig, aus. So, jeder, der von euch Geld hat, ist besser wie der kein Geld hat. Und der kein Geld hat, kann sogar besser drauf sein, besser informiert sein und sogar intelligenter sein durch Erfahrung. Nur weil er kein Geld hat, muss er schweigen. Er muss schweigen. Punkt. Die, die Geld haben, haben das Sagen. Auch wenn sie keine Bildung haben, wenn sie gar nichts gelernt haben, sie haben jemanden, der Geld hat. Der Ehemann hat 5 Millionen, 10 Millionen und somit hat die Person das Sagen. Punkt. Ist zwar nur Ehefrau oder was weiß ich. Und solche Menschen wollen dann plötzlich Kanzler werden. Solche Menschen stehen vor der Kamera und erzählen uns tagtäglich etwas. Menschen, die Geld haben. So, Menschen, die Geld haben, die dürfen Kriege führen, sehen wir ja. Sie dürfen 3 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen Menschen in den Krieg führen. Ja. Sie dürfen jetzt, weil sie Geld haben, weil sie jetzt einen Posten haben, kaufen sich ein Haus von 4,5 Millionen in Berlin, erzählen uns was von Pandemie, kaufen irgendwelche Mund- und Nasenschützer, die nicht funktionieren, weil sie nicht funktionieren, sondern natürlich die Armen kriegen, die kein Geld haben. Worum geht es? In diesem Video geht es darum, wer mir zuhört, selber darüber nachdenkt, wenn wir so weitermachen. So, wir gedenken 80 Jahre des Krieges, der am 22.06. vollzogen, 1941. Wir gedenken 100 Jahre des Ersten Krieges, der auch vollzogen und nachweislich seine Opfer hatte. So, natürlich können wir jetzt ganz weit zurückspringen. Wir können uns ja beklagen, was die Römer gemacht haben, die bösen Italiener, vor 2000 Jahren. Cäsar, irgendein Cäsar hat immer was gemacht. Cäsar mit Kleopatra. Können wir. Wir können alles. So. Dank dieser Elektronik kann ich jetzt so springen. Ich springe so, wie ich die Information erhalte. So. Man erinnert sich jetzt 80 Jahre daran, man erinnert sich 100 Jahre daran, an die spanische Grippe und so weiter und so fort. Dann erinnert man sich, was irgendein Schauspieler irgendwo gemacht hat. Man erinnert sich. So. Vielleicht erinnern wir uns auch irgendwann mal in 50 oder in 100 Jahren an die Lüge vom 20. März 2020, wo Politiker so eine Lüge auf den Weg gebracht, die sie selber im Jahre 2019 an einem Tisch nachweislich durch die Simpsons als Planspiel und das Planspiel durch die neuartige Technik. Ja, diese neuartige Technik soll uns ja begeistern. Ja, da ist der Impfpass drauf, da ist der Nachweis drauf, da sind Apps drauf, um Falschparker zu denunzieren und so weiter und so fort.
Ich frage jetzt wirklich alle mal, zwischen 10 und 30, was uns tagtäglich da erzählt, zwischen, was weiß ich, ja, Titanic-Untergang oder Pandemie vor 100, vor 200 Jahren. So, ihr seid zwischen 10 und 30 Jahre jung, kommt gerade frisch aus der Schule oder seid noch mittendrin und erzählt uns allen, wir, die zwischen 60 und 90. So, wir zwischen 60 und 90 sagen, Enkelchen, hast ja recht. Okay. So, zwischen 1 und 3% können etwas nicht. 1 bis 3% können etwas nicht. Ob das Kriminelle sind, 1 bis 3%, aber richtig und richtig dumm, total dumm, 1 bis 3%. Ist natürlich eine Hausnummer, ist natürlich eine Aussage, ja. Und es ist halt so. Ist genauso, dieses Video dauert, wenn jetzt 100 Leute dasselbe machen, was ich mache, wie viel Zeit ist dann vergangen? Also, dieses Video läuft 20 Minuten, das habe ich jetzt gemacht, und die anderen 99 haben dasselbe gemacht. Intelligente fragen sich jetzt, sind die Kameras wirklich tatsächlich gleich gelaufen, gleichzeitig? Also haben die Menschen, also diese 100 Personen, die jetzt dieses Video gemacht haben, gleichzeitig bei YouTube, solche Fragen stellt ihr nicht. Rein mathematisch ist alles gleich. 100 Personen machen jetzt ein 20-Minuten-Video. Wie lange hat das dann gedauert? Kann man berechnen, das ist richtig. Aber in Wirklichkeit muss man plus minus null. Das heißt also, ich stehe auf, mache das Video zu Ende. Die anderen 99 stehen auch auf und machen zu Ende. Nur sind sie ja nicht in einem Raum. So, es sind Sekunden. Also zu 100 pro berechnen kann man es nicht, weil wegen den Sekunden, man kennt die Menschen auch nicht, man weiß ja nicht, wann der Mensch aufgestanden ist und da drauf gedrückt hat. Aber ich finde es hochgradig interessant, wie wir manchmal gefragt werden. Wenn 3 Leute das und das machen und eine Produktion, also ein Handgriff, dauert jetzt 10 Sekunden. Ja? Versteht ihr, was ich meine? So, 3 Personen machen jetzt dieselbe Handhabe, machen jetzt dasselbe, was ich mache. Wie lange hat das Ganze dann gedauert? Tolle Frage, ne? Okay. Worauf ich hinaus will, ist, wir werden tagtäglich mit irgendwelchen intelligenten Fragen geködert. Wir werden in irgendeine Schublade gepackt. Wir werden irgendwo reingelegt, überbügelt, auseinandergenommen. Ich hatte heute das große Vergnügen, heute Morgen schon Digitalabhandlungen zu tätigen, die ich morgen schriftlich erfassen und auf den Weg bringen werde. So, wenn man eine Tatsache, so wie dieses jetzt am 22.06.1941, Punkt. Und wenn man das jetzt am 22.06.2021, Doppelpunkt, abklärt, ist ja eine Menge geflossen. Ne? 80 Jahre. So, in den 80 Jahren gehen wir mal wieder zurück zum 22.06.1941. Also wir gehen heute mal zurück. Was war denn da alles? So, bis wir da ankommen, ja, 1941, fragt euch doch mal, was dieses Jahr hier los war, die 60er, 50er. Ja, und wir stehen jetzt wieder vor einer Bundestagswahl im September. Wir stehen jetzt vor einer Pandemie. Die Hälfte der Menschen sind schon geimpft. Wir stehen vor Urlaub, Freizeit, wir stehen oder sind mittendrin in einer EU, also Europameisterschaft. Und stolz wie Oscar haben die Deutschen 4:2 gegen den Europameister Portugal gewonnen. Das musste natürlich auch so niedergeschrieben werden. Ja. Dass der Deutsche halt am ersten Tag gegen Frankreich ein Eigentor, naja, auch das wurde bewitzelt, weil Frau Merkel unserem Trainer da irgendwas gesagt hat, der Trainer hat, so ein Witz. Frau Merkel hat ihm einen wunderschönen Abend mit ihr, wenn sie gewinnen. Daraufhin hat er verloren. Spaß.
Also in diesem Video möchte ich einfach mal erfassen, was ich tagtäglich durch euch erlebe. Ihr erzählt mir jeden Tag irgendetwas, jeder Einzelne von euch. Das hier war der Lokalkompass aus Duisburg. Ja? So die Aspekte des Sterbens. Ja? Auf der Regierungsebene der deutschen Politik. So Deutschland und Frankreich ist ja aufeinander zugekommen. So Historiker sind lange Zeit vorwiegend der Frage nachgegangen, wer für den Ausbruch des Krieges von 1914-18 verantwortlich war. Hat sich was geändert? 1914-18? So, der Erste Weltkrieg, Opfer des Alltages, ganz viele Soldaten in der Front. Ja, es geht nicht mehr, heute nach 80 Jahren, geht es nicht mehr um die Kriegsschuld, sondern um Militärgeschichte. Und Nabelschau, ja, der Nabel des Krieges, da geht es. Uninteressant, wer angefangen hat, uninteressant, wer gestorben ist, alles uninteressant. Es geht einfach nur um militärische Geschichte. So wird das umgearbeitet. Dann geht es an die Heimatfront, die Opfer des Alltags, habe ich gerade schon erwähnt. So, wie viele Soldaten standen an der Front? So, und das sind so Kontexte. So. Es liegen im Winterberg-Tunnel im Hochsauerland immer noch 200 Tote, die bis heute nicht rausgeholt wurden. So. Und heute, nach 80 Jahren, werden diese Soldaten, ja, so ganz genau weiß man nicht, aber man hat vor diesem Tunnel in Gedenken derer, die da drin liegen müssten, ihre Konterfei, so wie sie ausgesehen haben, jetzt wegen den 80 Jahren da reingesteckt, ja, in Winterberg. So, nennt sich der Volksbund, so eine Gruppe, ja, vermisster Menschen. So, in diesem Wald sind halt noch 250 Soldaten aus dem Badischen Regiment, 111, die dort starben, also 111 starben dort, und andere Soldaten, die dort gefallen sind, die aber nicht im Tunnel liegen, werden hier nicht genannt. So, deswegen reduziert sich das Ganze. So, das muss ich jetzt auch schmunzeln. Während ich diesen Beitrag mache, werde ich informiert, dass mein Browser, ja, veraltet ist. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Also, die Geschichte, das sind die im Winterberg eingeschlossenen Soldaten, wird mir jetzt aktuell, also machen Sie bitte aktuell, Ihr Browser, Chrome 64 ist nicht mehr sicher, hat die Geschwindigkeit nicht mehr und so weiter und so fort. Kann ich mal drauf drücken. So, jetzt kann ich mir den aussuchen. Seht ihr? Das nenne ich alles Werbung. Versteht ihr? Ich werde suggestiert. Darum geht es mir. Wir werden suggestiert. Während ich diesen Bericht mache, während ich dieses Video mache, bekomme ich eine Suggestion, dass mein Chrome veraltet, 64-Bit, und ich soll mein Chrome erneuern. So, dann frage ich euch, warum habe ich dann den Firefox, den Open Mobil, den Brave und Chrome? Hm? Natürlich drücke ich jetzt, und da unten drunter steht ganz klein, Werbung. So, soll, während ich diesen Vortrag mache, dass 200 Personen im Winterberg, im damaligen Krieg, jetzt noch nach 80 Jahren immer noch da liegen. Ja? Und wie sie da liegen, weiß keiner, weil es ist noch keiner eingedrungen in den Tunnel, um die da rauszuholen. Kostet ja Geld. So, ich drücke einfach mal drauf auf Chrome. Ich habe jetzt auf Chrome gedrückt. Da steht jetzt deinstallieren oder öffnen. Steht also nicht, dass ich ihn updaten soll, wenn er versteht, was ich meine. So, und dann soll ich den irgendwie rezessieren. Ich soll den. Seht ihr, es kommt eine Werbung nach der anderen. Merkt ihr, was los ist? Also, während ich dieses gemacht habe, wurde mir erklärt, dass mein Chrome veraltet. So, dann habe ich da drauf gedrückt, ja, auf den Chrome. Und dann frage ich euch allen Ernstes, warum kommt jetzt die EVAG? Ja, ich soll die jetzt akzeptieren und so weiter. Versteht ihr, was ich meine? Also hat überhaupt nichts damit zu tun. So, da sind wir doch mal beim Kern der Sache, der Manipulation. So, ich möchte ein Video machen zum Gedenken 22.06.1941. Dann möchte ich darauf verweisen, dass die Kriege vorher, 1914, 18,
dass da immer noch 200 Personen in Winterberg, wo ihr Schlitten fahrt und wo ihr Ski fahrt, Winterberg im Hochsauerlandkreis oberhalb von Olpe, Oelde und Brilon. So. Und ich möchte gar nicht wissen, was in Brilon, Oelde, Olpe bis hin Winterberg wirklich tatsächlich da oben geschehen ist. Vor 100, 200 Jahren. So. Sauerland ist ein Gebiet, wo nicht allzu viel los war. Aber in Duisburg. In Duisburg war so viel los, dass vor 80 Jahren da richtig eine Maschine hochgefahren und die dann die ganze Welt. So. Und ich mache jetzt Ende, weil ich ein Video jetzt hergestellt habe, den 22.06.2021, die Pandemie in Frage stelle, euch darauf verweise, was wirklich tatsächlich war. Vor 100, 200 Jahren war schon eine Menge und da ist eine Menge passiert. Sind wir jetzt viel besser, nur weil wir das können? Sind wir jetzt viel, viel besser, weil wir das haben? Ist es wirklich ratsam, von einem 10- bis 30-Jährigen wirklich tatsächlich irgendetwas zu vernehmen, der mir irgendwas erzählen will? So, der Hund knutscht ihn ab und er staunt. Oder das hier. Ja, nehmen Sie da einen auseinander. Information nennt man sowas. Ihr habt gesehen, wie andere gesehen haben, dass zwei Polizeieinheiten einen Wagen gestoppt und versucht haben, die Person rauszuholen. Dann habt ihr die Dame gesehen, ihr habt auch gemerkt, wie sie gesprochen hat, die eure Kanzlerin werden will. Und dann habt ihr ein Stück gesehen, einen Spielfilm, der noch nicht gezeigt, weil wir ja Pandemie und die Kinos immer noch geschlossen. So, ja. Weiß nicht, dass er in einem Spiel ist. Ein toller Film mit Ben Affleck kann ich euch empfehlen. Also er ist in einem Spiel und weiß das gar nicht. Und ich meine, solche Filme, ich stelle mir gerade vor, ich sitze hier vor der Kamera und werde jetzt in die Kamera reingesogen, ich werde digital und bin dann plötzlich in eurer Geschichte. Ja? Bin also digital und bin plötzlich in eurer Geschichte und ihr könnt mit mir digital machen, was ihr wollt. Ja, ich meine, sowas aufgegriffen kann man jetzt niederschreiben und daraus ein Skript und aus dem Skript kann man dann natürlich so einen Film machen. Ben Affleck. Hör mal, jetzt auch auf YouTube, bei Movie Exklusiv. Okay, bitte ich. Oh mein Gott. Ist das eine magische Brille oder was? Das hier wird uns auch ständig verkauft. Die personalisierte Herzleinwand. Ja? Personalisierte Herzleinwand. Ihr wollt jetzt nicht wissen, wie teuer die ist. So, und das ist auch ein sehr junger Mann, der euch das verkaufen möchte. Er möchte euch die personalisierte Herzsache verkaufen. So, könnt ihr jetzt kaufen. Den Preis, sollen wir uns mal anschauen, den Preis? Ja. Okay, ich kaufe die jetzt und ich soll bezahlen 39,95. 39,95 soll ich jetzt dafür bezahlen. Ja. Das perfekte Geschenk für deine... Perfektes Geschenk, unheimliches Geschenk. Okay, ihr dürft schenken, ich schenke euch das Video, ich schenke euch ein bisschen Nachdenken, Denken und einfach mal in sich gehen, das schenke ich euch. Zum 22.06.2021, wo wir Pandemie haben, wo wir uns haben impfen lassen, trotzdem Mund- und Nasenschutz tragen, wo wir einen Impfnachweis haben in diesem Phone, was gar nicht funktioniert. Es funktioniert nicht, Punkt. So, ihr habt Apps, da könnt ihr Leute denunzieren. Du, hier, Foto, klickt der, parkt falsch. Bing! Und der kriegt dann ein Ticket. Und du freust dich. Dieses Video habe ich gemacht, um euch eine Frage zu stellen. Und die Frage ist, wollt ihr wirklich so leben?
denunzieren, Denunziantentum? Wollt ihr wirklich in diesem Status leben, DDR 2.0? So war das nämlich in der DDR. Der wurde überhört, der wurde abgehört, den hat man gar nicht für voll genommen und die hat man weggesperrt. Dieses Video hat einen Inhalt und dieser Inhalt ist nicht nur der 22.06. 80 Jahre Krieg. Also da war Krieg. So, und jetzt haben wir Pandemie und über 30 Grad Hitze. Und wir haben digital. Und wir haben junge Menschen zwischen 10 und 30, die uns tagtäglich was erzählen über die Titanic, über so etwas, was ich kaufen soll für 39,95. Ich weiß gar nicht, warum ich mir hier ein Herz hinhängen soll. Na gut, wenn du es magst, kauf es. Habe ich dich jetzt animiert dazu, für 39,90 deine Geliebte im Namenszug als Herz dahin zu hängen. 40x40 oder 45x45 ist das Bild groß. Ja, auf Leinwand geschlecht. Wie komme ich da drauf? Weil ich das tagtäglich mache. Ich mache für andere Menschen deren Werbung und bekomme mein Geld dafür. Ich repariere für andere Menschen ihre Computer, damit die damit wieder arbeiten können. Ja. Und ich muss sagen, ich habe heute mal wieder großes Glück, ein Video gemacht zu haben, wo ich nicht unterbrochen wurde. Dieses eine Ping hat nichts zu sagen. Es ist Ruhe. Ich könnte wieder da auf TikTok gehen. Ne? Der Moment, wenn ein Anruf in die Leere geht. Unheimlich wichtig. So, ich drücke nochmal drauf. Was haben wir dem Krieg verbrecherisch gemacht? Der SS hat nichts Verbrecherisches gemacht. Im Krieg nicht. 1944 wird Karl M. mit seiner SS-Division per Zug verlegt. Von Belgien nach Frankreich. Als der Zug durch das Dorf Ask fährt, kommt es zu einem Zwischenfall. Französische Widerstandskämpfer verüben am Bahnhof einen Anschlag auf den Zug. Darin Karl M. und rund 400 SS-Männer. Drei Waggons entgleisen, verletzt wird aber niemand. Die SS-Männer sinnen auf Rache. So, das war Zufall. Habt ihr ja gesehen. So, sollte man den Mann in Ruhe lassen? Ja, natürlich sollte man. Ja. So, dient zur Aufklärung und zur Bildung. Dient zur Aufklärung und Bildung. Soll man diesen Mann in Ruhe lassen? Ein SS-Mann. Ein SS-Mann, der in einem Zug gesessen mit 300 Leuten, also 300 SS-Leute, die dann von französischen Partisanen angegriffen und keiner ist verletzt worden und sie sinnen auf Rache. Das ist eine Geschichte. Eine Geschichte in einem Krieg. So. Und jetzt haben wir Geschichten in einer Pandemie. Die könnt ihr jetzt auch. Wichtig ist, egal wer ihr seid, egal wie alt ihr seid, sollen wir uns wirklich echauffieren in die Geschichte, in den Tag, in den Ablauf? Sollen wir uns wirklich tatsächlich einmischen? Oder sollen wir es einfach nur hinnehmen? Also ich nehme das jetzt hin, ja, dass das so ist und dass man das jetzt hier bei TikTok hat laufen lassen. Ich war hinten am Zuge und das war vorne passiert. Also, da habe ich mich beim Chef gemeldet. Ja. Nimm mal ein paar Mann und dann gehst raus und dann säubern sie die Straße. Dann was dann? Die Straße säubern. Also in die Häuser gucken, ja. Junge Bengel, die da haben, bringen sie mit. Junge Bengels. Gut, der da gefragt hat, hat auch sozusagen sein Alter. Ist also kein junger Spund zwischen 10 und 30, der da die Fragen gestellt hat. Und da ist er auch, die Titanic, die hier vorne defekt war. Die war mit Nieten voll. Ja? Hat man nachgebaut. Steht irgendwo, steht die als, ja, also ist nachgebaut worden. So, ich bin hier bei TikTok und dieses Video am 22.06.2021 in Gedenken, 22.06.1941, in Gedenken aller Zeiten. Jeder Tag
hat irgendeine Bedeutung. Jeder Tag hat eine Bedeutung in seiner Vergangenheit. So, das lasse ich jetzt hier einfach mal so stehen. Ich hätte mir das Video knicken können. Ich hätte mir was anderes machen können. Das ist nämlich sau warm hier. Wir hatten um 1 Uhr morgens, hatten wir hier richtig Unwetter. Überall könnt ihr ja nachlesen. Ne? Es hat richtig gegossen und so weiter und so fort. Wir sind immer Foto- und Videojournalisten, wir sind Künstler, wir gehen unserem Job nach, wir berichten, wir formieren, wir formulieren, wir textieren, wir versuchen das Bestmögliche daraus zu machen, aber ihr seid diejenigen, welchen, sobald man das in die Hand nimmt, da drauf drückt, ihr sagt uns, was ist. Ihr seht, dass hier nichts ist. Jetzt drücke ich da drauf. Im Wachturm hört Officer Jones jeden Anruf mit. Ein Insasse der Haftanstalt in Alamosa, Iowa. Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die 5. Er nimmt die Gespräche auf und überprüft. So, ihr habt selber gesehen, dass ich jetzt eine Information bekommen habe, die ich gar nicht gesucht und die ich auch gar nicht haben wollte. Sondern ich habe sie jetzt bekommen. So. Ich habe jetzt hier Abhörmethoden bei jedem Telefongespräch eines Häftlings. Also jeder Häftling wird also abgehört. So, wenn ich jetzt diesen Strich da mache, habe ich plötzlich einen Soldaten. Jetzt habe ich das. So, das war ein Sniper. Wenn ihr wirklich tatsächlich dasselbe mal macht, ihr nehmt, ich habe es ausgemacht, ich habe es weggelegt, ich nehme es, drückt dann da wieder drauf. Und ihr seht, es ist nichts. Ich weiß nicht, was kommt. Hier, guck mal hier. Da musst du dir mal angucken. Da hat sich mal einer hingestellt und hat den Stein, der ist ja so nicht gewachsen, hat sich hingestellt mit Hammer und Meißel und hat den Stein hier eckig geschlagen. Vor 200 Jahren. So, vor 200 Jahren hat jemand einen Stein geschlagen. Da sagt dieser junge Mann, wo sind wir denn? Am Abfuck sind wir. Am Abfuck sind wir. Okay. Welche Informationen bekommen wir? Ihr seht doch selber. Ne? So, jetzt habe ich ihn natürlich hier stehen. Jetzt mache ich das nochmal komplett weg. So, ist komplett weg. Und jeder von euch, der sowas macht, was ich mache, und sich fragt, stopp, was passiert, wenn ich da drauf drücke? Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Die Leute glauben mir nicht, wenn ich ihnen sage, dass man für Störungen wie Borderline, dass man für Störungen wie Depressionen, ADHS oder das Asperger-Syndrom einen Schwerbehindertenausweis bekommen kann, obwohl ich ihn ja sogar in die Kamera halte. Ja, wo kann man einen solchen Ausweis beantragen? So, habe ich das gewollt, seid ehrlich. Habe ich diese Information wirklich tatsächlich gewollt? Ich habe dieses Video gemacht, um an den 22.06.1941 zu gedenken und 21, also 80 Jahre, und habe euch die Welt des Digitalen gezeigt. Digital. Ihr bekommt Informationen, jeder von euch bekommt Informationen, die er gar nicht haben will. Bei mir wisst ihr ja, was ich mache. Das ist ja meine Idee, diese Videoclips, und ihr wisst, was ich mache. Und ihr seid hin und wieder mal gefragt, wie kommt der jetzt darauf? Ich bin jetzt darauf gekommen, indem ich euch erklärt habe, dass ich Zeit dafür, mir die Zeit genommen habe. Und weil, wie gesagt, Geburtstag in der Luft liegt, nicht nur 80 Jahre gedenken, dann die 200 Personen, die da in Winterberg immer noch in diesem Tunnel liegen, sondern dass dieser 22.06. einen gewissen Tag hat, also Symbolik hat. Und jeder Tag, wenn ihr mal so schaut, hat Symbolik. So, und wenn einer von euch Lust hat,
die Symbolik aufzugreifen, genau wie der 19.06., wo halt auch ein britischer Minister, der jetzt hier einen auf Pandemie, ihr wisst schon, wen ich meine, ja, der ganz England da mal eben vom EU-Block entkoppelt hat, dieser Herr, hat am 19.06. Geburtstag, Punkt. Gaddafi auch hatte. Ja? So, das sind Menschen, die über 70 oder andere ist über 50. Aber worauf ich hinaus? Also jeden Tag könnt ihr euch mal schnappen, was war denn da eigentlich los? So. Und wenn ihr euch so einen Tag schnappt, so wie den 22.06.41, aha, da war richtig was los. So. Und so wie jetzt ist auch was los. Dass ihr natürlich auch wieder nach 100 Jahren, 50 Jahren, 80 Jahren ausgraben könnt. Pandemie. Ja oder nein? Ich bin gespannt, wann das aufgedeckt wird. Das RKI und all das. Ich bin gespannt, wann das alles mal so in die Geschichtsbücher landet. Also mir persönlich macht es Spaß. Ich habe auch vorhin ein Hotel gesehen, was ich so nicht sehen würde. In diesem Hotel stehen ganz teure Autos. Du liegst also im Bett und kannst auf dieses Auto gucken. Ist halt eine Idee. Ist ein Hotel mit lauter teuren Autos, wirklich teure Autos, die du dir, wie ich auch, nicht leisten können. Denn die, die viel Geld haben, gucken keine Videoclips. Das ist halt so. Die machen höchstens Videoclips. Um damit noch mehr Geld zu machen. So, ich habe jetzt euch lang genug wieder aufgehalten, ich habe euch lang genug wieder gelangweilt, aber worum es mir geht in solchen Videoclips ist, denkt doch einfach mal drüber nach. Gebt euch Mühe, macht tolle Videoclips, denkt euch was aus. Hört einfach mal kurz zu und, oh ja, eine tolle Idee, das mache ich auch mal. Ich nehme mein Telefon oder mein Phone, mach wie er, drück drauf. Und was geschieht? Also nur Spaß. Das ist ja nur Spaß. Internetkanal und deshalb zählt das Tor Deutschlands geht mit 3:1 in Führung. Rosen zeigt es auch nochmal. Und Havertz elegant muss ein bisschen reinfliegen, weil. Warum dann so ein Wehrpass kommt, weiß ich nicht, das ist ein Wehrpass. Ein uralter Wehrpass. Warum kommt das so? So, ich habe das Intro selbst gemacht und ich finde es gut, hat er gerade geschrieben. So, wir haben jetzt genau 12 Uhr und wir haben 24 Grad hier beim Aufnehmen. Und diese Wohnung, also dieses Studio, hat hier 30 Grad und ich höre jetzt auf. Ich bedanke mich total und recht herzlich, dass ihr da seid, dass es euch gibt, dass ihr versteht, was das bedeutet, dass ihr mir Informationen gebt, dass wir über die Informationen sogar analog diese besprechen, dass wir auch Videobesprechungen machen, Fotobesprechungen machen, Digitalbesprechungen machen. Ich freue mich schon. Ich muss auch gleich wieder einige Sachen reparieren für eine sehr alte Dame, die sehr aufgebracht. Ich sage, tut mir leid, ich mache Ihnen das, ist okay. Aber denken Sie daran, das ist uralt. Keiner hat heutzutage mehr einen Kassettenrekorder, ja, oder ein Kassettengerät. Ich mache Ihnen die Kassette fertig. Sie ist auch stolz drauf, 83 Jahre zu sein. Passt, 80 Jahre ist das her. Sie hat das also als dreijähriges Kind mitgemacht. Vergesst das nicht. Vergesst nicht, dass heute am 22.06.2021 immer noch Menschen da sind, die das wirklich tatsächlich mitgemacht haben. Die zu dem Zeitpunkt ihr Alter hatten. Ja, wenn sie jetzt 100 sind, 102, 103, ist halt so, wenn sie noch leben. Ja. Vergesst es nicht. Vergesst es nicht, was vor 100 Jahren passiert ist. Und vergesst vor allen Dingen nicht, was vor 50 Jahren passiert ist. So. Und jetzt, wo wir Pandemie haben, wirklich auf einer Lüge rumreiten, wo wirklich tatsächlich solch eine Frau Kanzlerin werden will,
Macht, was ihr wollt, aber macht es richtig. Okay?